Hi, ich bin Art von Arts Garten und heute zeige ich euch, wie man Cheyenne oder Cayenne-Pfeffer selber herstellt. Bis vor wenigen Monaten wusste ich gar nicht, wie Cheyenne-Pfeffer hergestellt wird oder was das überhaupt ist. Ich dachte, das wäre ganz normaler Pfeffer aus diesem Pfeffergewächs, aus diesen kleinen Kügelchen. Aber nein, das stimmt nicht. Es ist eigentlich eine Chili. Hier habe ich die aus Samen gezogen. Dazu habe ich auch schon einige Videos gemacht zur Anzucht von Chili-Pflanzen. Ich bin genauso vorgegangen wie mit ganz normalen Chilis. Und jetzt im Sommer stand die ganze Zeit draußen. Und jetzt sind die Schoten reif. Ich habe auch schon einige geerntet. Und daraus machen wir jetzt den Cayenne-Pfeffer, so wie man ihn im Laden kennt. Das finde ich ganz spannend. Ich denke mal, für euch ist das auch neu oder für viele auf jeden Fall. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Hier hat man die Pflanze mit ganz vielen Früchten dran und die erntet man einfach, wenn sie rot sind. Und die letzte geerntet. Ich habe hier ein ganzes kleines Schälchen voll. Ich hatte natürlich auch schon mal vorher welche abgeerntet und damit gehe ich jetzt mal rein und verarbeite die dort weiter. So. Jetzt bin ich drin. Ich habe hier einen Dörrautomaten. Man kann es natürlich auch in der Sonne machen oder die einfach aufhängen, aber das ist einfach sicherer. Hier schimmeln die auf keinen Fall und es geht halt auch viel schneller. Ich verteile jetzt einfach hier drauf. Die dicken kann man auch in der Hälfte durchschneiden, damit das nicht so lange dauert mit dem Trocknen. Aber bei denen, die sind jetzt eigentlich relativ schmal und lang. Das wird dann schon klappen. Hier zum Beispiel, hier habe ich andere, die schneide ich in der Hälfte durch. Jetzt verteile ich erstmal hier die Cayenne oder Cheyenne Chilis drauf. So, einstöpseln, dann geht er direkt an. Und einmal, um das zu demonstrieren, dann einfach Deckel drauf. Und morgen früh kann ich hier einen rausholen oder morgen, also morgen Nachmittag einfach circa 20 Stunden drinnen lassen, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn die schön getrocknet sind. So, jetzt haben wir es einen Tag später. Wo sind die? Da. Die Chilis sind staubtrocken. Die kommen jetzt hier in die Kiste, wo ich die anderen schon getrocknet habe, die ich schon davor geerntet habe. Auf jeden Fall sehr, sehr gut trocken geworden. Und das wird jetzt noch gemahlen und dann sind wir eigentlich schon fertig. So, jetzt kommen die Chilis. Natürlich ohne den grünen Stängel in einen Mixer. Komm zur Seite. Gib da jetzt alle Cheyenne Chilis rein. Die mixe ich dann separat von den anderen Chilis, die mische ich einfach. Aber hier möchte ich den Geschmack einzeln haben, nicht gemischt. Jetzt wird das Ganze auf jeden Fall gut verschlossen und ich lege da ein nasses Sebo drüber. Weil wenn man das Pulver, was jetzt gleich entsteht, einatmet, ist nicht ganz so vorteilhaft. Geil. Am Ende ist es natürlich nicht viel, aber da es auch sehr, sehr scharf ist, braucht man ja auch nicht viel. Und ich schätze mal, das wird auf jeden Fall gut reichen bis nächstes Jahr. Außerdem habe ich ja hier nochmal circa die doppelte Menge mit anderen Chilis. Von der Farbe her genauso aus wie das gekaufte Cheyenne-Pfeffer. Also ich finde, der Anbau hat sich wirklich gelohnt und ja, jetzt weiß ich auch, wie Cheyenne-Pfeffer hergestellt wird, weil vorher hatte ich da gar nicht drauf geachtet. Ich dachte echt, das wäre ganz normaler Pfeffer und ja, jetzt weiß ich halt, dass es eigentlich nur Chili-Pulver ist. Natürlich hat meine Mutter hier auch gekauftes und ja, ich habe das vorhin mal verglichen, das sieht halt genau gleich aus, nur das gekaufte ist noch ein bisschen feiner, aber das macht ja nichts. Also ich bin zufrieden.
Könnt ihr gerne nachmachen. Saatgut dafür gibt es überall. Heißt einfach ganz normal Cheyenne-Pfeffer. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich wollte nochmal ganz kurz das Endergebnis zeigen. Also es ist so viel, das kann, glaube ich, keiner von uns in einem Jahr bis zum nächsten Jahr essen. Also, auch wenn es am Anfang wenig aussah, das ist auf jeden Fall ausreichend. Boah, meine Luftröhre brennt vom Brutzeln, also vom Rüberfüllen und ja, so da ein bisschen aufpassen.